Ja, auch nochmal herzlich willkommen an alle, nochmal nach der Mittagspause, aber auch an die Hinzugekommenen. Die zweite Hälfte des Tages, den wir heute haben, soll ja mehr dem buddhistischen Aspekt der Dharma-Perspektive gewidmet sein. Und das ist auch sonst bei unseren Modulen, Kursen hier so. Ich muss gerade noch was umstellen. Ja. Und genau. Das bedeutet, dass wir jetzt den anderen Blickwinkel mal versuchen einzunehmen, der jetzt für den Buddhismus eigentlich typisch ist, nämlich das eigene Sterben zu betrachten. Wenn wir und die Frage der Sterbevorbereitung auf unseren eigenen Tod. Denn aus buddhistischer Sicht, ja, man kann andere unterstützen, man kann begleiten, diese wunderbaren Dinge, wichtigen Dinge tun aus Fürsorge, aus Mitgefühl. Aber das Wichtigste ist, dass wir uns selber vorbereiten. Ich denke, das ist die Dharma-Perspektive, sich zu fragen, bin ich vorbereitet oder wie gehe ich mit der Sterblichkeit um? Wie gehe ich mit meiner Sterblichkeit um? Und verstehe ich das Prinzip Anicca, verstehe ich Vergänglichkeit? Ja, das werden wir auch sonst in den Modulen hier so handhaben, immer diesen Wechsel zwischen Hospizwesen und den Dharma-Betrachtungen. Und das ist, glaube ich, auch der Anlass, weshalb wir das tun, die beiden Welten sozusagen oder Ebenen zusammenzubringen, die natürlich dann in Lebenssituationen, Sterbesituationen auch sich treffen. Und trotzdem sind sie ein bisschen unterschiedlich. Sie sind nicht ganz dasselbe. Genau. Ich will vorausschicken, also wenn ich jetzt so Dharma-Dinge zum Ausdruck bringe hier, bedeutet das nicht, dass ich die ganz durchdrungen hätte oder verwirklicht hätte. Es klingt so ein bisschen, wenn man die Dharma-Worte oder die Dharma-Gedanken, die buddhistischen Gedanken äußert, dass man das so ganz tief durchdrungen hätte selbst. Als ich jünger war, als ich ein Langzeitretreat gemacht habe, als ich buddhistischer Mönch war, das ist jetzt in meinem Fall schon über 20 Jahre her und noch länger, da habe ich oft gedacht, ich bin bereiter, vorbereiteter auf Sterben als heute, weil ich damals nicht mehr viel hatte. Also ich hatte nur noch meine Roben, ich hatte nur noch das Interesse, Dharma zu praktizieren, Meditation zu üben, Schüler meiner Lehrer zu sein. Andere Interessen hatte ich nicht. Aber die habe ich mir wieder zugelegt. Also jetzt habe ich wieder alles, was man verlieren kann. Ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, bin verheiratet, wir haben ein Dharma-Zentrum, wir mögen das Kamala-Shila-Institut, leben hier halb in der Nachbarschaft. Es gibt so viele Dinge, an denen ich hänge, die mir lieb sind, die mir ganz wichtig sind, dass es jetzt schwer wäre, das alles loszulassen. Aber genau das wird irgendwann dann doch nötig sein. Ne? Und auf solche Wahrheiten weist halt der Buddhismus hin, so, dass wir uns selber vorbereiten und immer wieder darüber nachdenken, was es eigentlich heißt, sterblich zu sein, dass überhaupt alles vergänglich ist, dass es ja sogar in gewisser Weise gar nicht real ist, was wir die ganze Zeit erleben und tun. Ich möchte übrigens den Nachmittag so ähnlich von der Zeitgestaltung her handhaben, wie Miriam das getan hat. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen was erzählen, dann ist wieder Zeit für Fragen, Austausch, dann machen wir eine kleine Pause, dann setze ich nochmal an, nochmal Austausch. Vielleicht schaffen wir auch eine kleine Meditation und mit einer so einer Art kontemplativen Meditation, da würde ich gerne auch gleich beginnen. Aber ich sage noch ein paar Worte, bevor es soweit ist. Also, das Eigenartige mit der Vergänglichkeit ist, dass wir sie eigentlich kennen. Wir wissen, dass alles vergänglich ist, dass nichts Bestand hat, aber dass wir die ganze Zeit irgendwie meinen, das übersehen zu dürfen oder
Man könnte es auf die Spitze treiben und sagen, so wie wir leben und auch vor allem arbeiten, ist es ein ständiges Aufhalten der Vergänglichkeit. Was wir Arbeit nennen, ist oft ja, der Versuch, etwas daran zu hindern, zu vergehen. Ja, wir müssen putzen, wenn es schmutzig geworden ist, oder wir müssen etwas reparieren, wenn es kaputt gegangen ist. Wir sind sehr beschäftigt damit, Dinge in Gang zu halten, in Schuss zu halten. Das nennen wir dann Arbeit. Wir müssen unbedingt Dinge tun. Aber was wir eigentlich tun, ist die Vergänglichkeit, die Unbeständigkeit, die Ungewissheit verhindern wollen oder aufhalten, die eigentlich die ganze Zeit da ist. Wir essen, damit wir nicht verhungern. Wir trinken, damit wir nicht verdursten. Also von diesen Dingen haben wir in der Regel keine Angst mehr, so wenn sie im Alltag einfach so auftreten, weil wir wissen, da gibt es was zu essen, da gibt es was zu trinken. Aber eigentlich sind wir zu Lebzeiten dauernd damit beschäftigt, Tod und Vergänglichkeit aufzuhalten. Und doch lauern sie überall, die Anzeichen der Vergänglichkeit und der Sterblichkeit. Sehr, sehr offensichtlich. Die Tibeter haben einen Spruch, der sagt es sehr schmucklos: Man weiß nie, was als nächstes kommt, der nächste Morgen oder das nächste Leben. Das weiß man einfach nicht. Man geht nachts ins Bett und man weiß nicht, wird man wieder aufstehen. Man denkt es, man setzt es irgendwie voraus, aber gewiss ist es nicht. Die Zeitungen, die Internetseiten, die Nachrichten sind voll von News, von Leuten, denen so etwas passiert ist. Unfälle, Katastrophen, Stürme, Fluten, Erdbeben, Mord und Totschlag. Es gibt einen anderen Spruch in buddhistischen Texten, der sagt, alles ist so unbeständig und so ungewiss. Im Grunde gäbe es in jedem Moment des Daseins mehr Gründe zu sterben als zu leben. Es könnte so viel passieren, was unser Leben unterbricht oder erschüttert oder beendet. Und dennoch passiert meistens etwas, was es von Moment zu Moment aufrechterhält. An sich ist die Vergänglichkeit wahrscheinlicher als die Lebendigkeit oder dass es weitergeht. Im Moment ist es ja Mode geworden, neben Sportnachrichten und Aktienzahlen von den Finanzmärkten jeden Tag Todeszahlen zu melden. Heute waren es auch wieder um die 800, die an einer einzigen Viruserkrankheit gestorben sind. Seit gestern allein in Deutschland, weltweit einige Tausende, wohl Zehntausende. Und dann hört man wieder Statistiken. Naja, es gibt eine Übersterblichkeit jetzt von 10, 20% gegenüber sonstigen Zahlen. Das heißt, es gibt auch immer noch viele andere Todesursachen. Man hatte sich aber nicht angewöhnt, die alle zu zählen oder täglich zu veröffentlichen. Aber so ist es. Also während wir leben, gibt es ganz viele Möglichkeiten, dass dieses Leben auch unterbrochen werden könnte. Problem ist ein bisschen, das klingt leicht sehr bedrückend, wenn man das sagt. Es macht vielleicht auch Angst, das so zu benennen oder sich vor Augen zu führen. Aber buddhistische Praxis bedeutet eigentlich auf der einen Seite Vergänglichkeit, Sterblichkeit und auch die Frage, was geschieht eigentlich mit Körper und Geist im Angesicht des Sterbens und des Todes, für sich zu klären. Und dann nicht Angst zu entwickeln, sondern Gelassenheit, Mut, Zuversicht oder für sich klar zu bekommen, worauf kommt es denn dann eigentlich an? Was ist denn dann wichtig, wenn das die Realität ist? Ja, das ist eigentlich der Punkt bei der ganzen Dharma-Praxis, wir nennen das Dharma-Praxis, buddhistische Lehr- und Meditationspraxis, auch Lebenspraxis, Sterbenspraxis, bedeutet für sich zu klären, was ist wahr, was ist wirklich. Was ist real? Worauf kommt es an? Was wäre wirklich wichtig, im Angesicht von Vergänglichkeit und Sterben? Und das ist für uns in der Regel nicht klar. Also wir verbringen oft unsere Zeit, ich nehme mich da nicht aus,
mit Dingen, die zwar nett und schön und angenehm und erfreulich sein mögen, oder wir suchen danach, auch da befürchten wir immer, dass wir es nicht erreichen oder dass wir verlieren, was gerade angenehm ist. Und dabei versäumen wir oft, uns dieser Realität zu stellen, die in der Vergänglichkeit und unserer Sterblichkeit auch besteht. Und wie gesagt, die Gefahr ist, dass das dann so missverstanden wird oder verstanden wird, vielleicht nicht nur missverstanden wird, dass der Buddhismus hier etwas lebensfeindlich oder nicht besonders lebensfreundlich sei, dass man das doch auch anders sehen könnte. Es gibt auch so viele schöne Dinge im Leben, gibt es ja auch. Aber also es gibt haufenweise Lehren in den buddhistischen Texten und Meditationsanleitungen, die uns dazu ermutigen oder ermahnen, bei allem, was wir sonst tun mögen, welche Ziele wir auch im Leben verfolgen mögen, die Vergänglichkeit, die Sterblichkeit nicht aus den Augen zu verlieren und uns mit ihr anzufreunden, uns auf sie einzustellen, sie als die andere Seite des Lebens zu verstehen, die uns wie ein Schatten die ganze Zeit begleitet. Nicht nur uns, alle Wesen. Und dann würde Meditationspraxis oder spirituelle Praxis, wir hatten am Vormittag ja öfters den Begriff Spiritualität gehört, bedeuten, sich auf diese Realität auch einzustellen. Also auch Wege zu erlernen, Wege zu kultivieren, sich mit der Vergänglichkeit vertraut zu machen. Das tibetische Wort für Meditation heißt auch, sich vertraut machen, eigentlich mit heilsamen Geisteszuständen, aber sich eben auch mit Realitäten vertraut zu machen, wie dass ja, wir sterblich sind, dass alles vergehen wird, dass nichts bleibt, wie es ist, dass Körper nur Körper sind, die geboren werden und wieder sterben müssen, dass Kulturen, auch Städte, Orte, und das wissen wir, aber auch das begreifen wir eigentlich nie so ganz, sich oft so verändern. Ja. Schauen wir mal allein unsere mitteleuropäische, deutsche Landschaft hier an. Die Städte, die Landschaft hat sich in 100 Jahren so verändert. Zwei Kriege sind schrecklicherweise hier durchgezogen oder wurden hier auch ausgelöst und alles wurde zerstört und wieder aufgebaut. Die Wälder sehen nicht mehr so aus, noch nicht mal, wie sie vor 10 Jahren aussahen und so weiter. Die Landschaft hat sich völlig verändert. Also das Prinzip Vergänglichkeit ist sehr radikal. Das bedeutet, dass die Dinge nicht so bleiben, wie sie jetzt erscheinen. Und die buddhistische Lehre will uns da mit der Nase draufstoßen, immer wieder. Und dazu würde ich euch gerne mit 5 täglichen Betrachtungen bekannt machen, oder vielleicht kennt ihr sie euch wieder zeigen, die schon der Buddha seinen Schülern zur täglichen Kontemplation empfohlen hat. Brigitte, hast du diesen Text zur Hand? Dann können wir ihn für alle sichtbar machen. Das ist ein ganz kurzer Text, den ich auch in unseren Spiritual Care Kursen gerne verwende. Ja, nur diese Stelle erstmal. Das ist so ein bisschen eine modernere Fassung einer ähnlichen Version, die wir in deutschen Übersetzungen aus dem Pali-Kanon, aus den Lehrreden des Buddhas finden. Hier steht eine Überschrift, die sich auf das ganze Blatt bezieht. Diese ersten 5 kurzen Abschnitte, die werden auch die 5 täglichen Betrachtungen genannt. Ich lese sie mal vor, und damit das so eine kleine meditative Kontemplation wird, lasse ich immer zwischen den Absätzen ein paar Atemzüge Stille, sodass wir das ein bisschen in uns nachwirken lassen. Was diese Sätze tun, ist uns einfach erinnern. In dieser Übersetzung oder Formulierung hier, das mag ich an dieser Version, ist, dass zumindest was die ersten 4 Punkte angeht, sie diese benannten Realitäten als natürlich bezeichnen. Es liegt in der Natur. Ja, ich lese das mal vor.
Ihr könnt es mit den Augen mitverfolgen oder einfach nur hören, wie ihr mögt. Es liegt in der Natur von mir und allen Lebewesen, krank werden zu können. Niemand kann sich der Möglichkeit, krank zu werden, entziehen. Und es liegt in der Natur von mir und allen Lebewesen zu altern. Niemand kann sich dem Älterwerden entziehen. Und es liegt in der Natur von mir und allen Lebewesen zu sterben. Niemand kann sich dem Sterben entziehen. Und es liegt in der Natur aller Begegnung und allen Zusammentreffens, dass es wieder zu einer Trennung kommen muss. Und zum Zeitpunkt des Todes verlässt mein Bewusstsein den zerfallenden Körper und nur Karma, Eindrücke meiner Handlungen, und Kleshas, gewohnheitsmäßige Tendenzen, bleiben erhalten. Vielleicht können wir noch die nächsten drei kurzen Sätze sehen. Nur das, ja. Genau. Alles, was entsteht, muss oder wird vergehen. Alles, was zusammengesetzt ist, muss oder wird wieder auseinanderfallen. Alles, was geboren wurde, muss oder wird sterben. Ja, das sind die Fakten, das sind die Tatsachen. Schon in den vier edlen Wahrheiten, wenn ich das so kurz sehr traditionell referieren darf, und gibt also nach Kommentaren Unterschied der Buddha zwischen Dukkha, dem Leid der unausweichlichen Tatsachen des Daseins, und dem Leid, dass wir emotional, geistig, durch unsere Handlungen, wie auch immer, noch hinzufügen. Dukkha ist das Prinzip der Leidhaftigkeit, der Unvollkommenheit, der Ungewissheit, auch des Dramas, der Katastrophe. Das Dasein ist von Dukkha, von Leiden gekennzeichnet, ist die erste edle Wahrheit. Und dazu gehören unverrückbare Tatsachen des Daseins, wie dass wir nur leben können, wenn wir geboren werden. Und auch die Geburt ist leidvoll, Schmerzen verbunden, mit Ungewissheit verbunden, mit Ängsten verbunden. Das ist sehr konkret gemeint. Zu Buddhas Zeiten soll die Sterblichkeit bei der Geburt bei etwa 50% gelegen haben. Oft starb das Kind oder es starb die Mutter. Und es gibt noch mehr Beschreibungen, was an der Geburt, so erfreulich sie normalerweise natürlich ist, wenn sie gelingt, leidvoll ist. Aber da kommen wir nicht drum herum. Wenn wir leben wollen, müssen wir geboren werden. Dann können wir in einer Lebensspanne jederzeit erkranken.
Es wird ganz schmucklos referiert, aufgezählt. Wir können im Mutterleib schon krank sein. Wir können bei der Geburt Verletzungen erleiden und daran erkranken. Im frühkindlichen Stadium, als Kleinkinder, als Erwachsene, heranwachsende Kinder, dann in jeder Lebensphase bis ins Alter. Wir können jederzeit krank werden, egal wie gesund wir leben. Man mag sich bemühen, gesund zu leben, wie auch immer, was das bedeutet, Ernährung, Bewegung, gesunde Lebensführung. Das ist auch gut so, das soll man auch tun. Trotzdem werden wir die Möglichkeit zu erkranken, wie wir jetzt gerade bei einer Virusinfektion sehen, nur bedingt verhindern können. Irgendwas kann immer passieren. Und wenn es eine Verletzung ist, ein Unfall. Ja, und wenn wir ein bestimmtes Lebensalter erreichen, dann werden wir auch alt. Auch ein unverrückbarer Fakt des Daseins. Alt werden heißt, physische Kräfte verlieren, die Sinnesorgane verlieren ihre Klarheit, ihre Stärke. Vielleicht hört man nicht mehr gut oder sieht nicht mehr gut und kommen noch andere Dinge dazu. Alt werden geht mit den uns allen bekannten typischen Merkmalen des Alters einher. Auch das versuchen wir aufzuhalten, aber ab einem bestimmten Punkt lässt sich das nicht mehr aufhalten. Und man selber weiß dann auch und spürt dann auch, vielleicht will man es nicht wahrhaben, dass man alt geworden ist. Und andere Menschen sehen einen auch als alt und behandeln einen auch als alt. Das kann man kaum verhindern. Also wenn du wirklich 86 oder über 90 bist, wird jeder sehen, dass du alt bist und du siehst alt aus. Und du wirst doch so behandelt. Was das genau auch immer heißen mag. Du würdest vielleicht gerne anders behandelt werden, aber du bist alt. Ja, und schließlich wirst du sterben. Und in irgendeiner Weise. Du könntest schon früher gestorben sein, aber wenn du nach Erreichen eines gewissen Alterszustandes stirbst, dann ist das das Beste, was dir passieren kann, könnte man sagen. Aber es ist auf jeden Fall unausweichlich. Und Buddha unterschied oder der Buddhismus unterscheidet zwischen diesen unausweichbaren Tatsachen des Lebens, mit denen wir uns nur abfinden oder anfreunden können, die wir vielleicht in ihrer Leidhaftigkeit etwas lindern können, von den hinzugefügten Leiden, wie dann jenen, die durch Emotionen entstehen, durch Ängste, durch auch negative Emotionen wie Wut, Ärger, Begehren, haben wollen, festhalten. Ja, das emotionale Leid, das Leid des Egoismus oder das aus Egoismus folgt, aus Ich-Bezogenheit, aus haben wollen, aus nicht loslassen können, aus sich wichtig finden, unbedingt etwas erreichen wollen und unbedingt etwas nicht verlieren wollen. Das ist emotionales Leid, was dann zu den Fakten des Daseins dazukommt. Und das können wir nicht verhindern. Also die Fakten können wir nicht verhindern, aber wir, diesen Bereich, den ich gerade beschreibe, den können wir verändern durch Einsichten, durch Erfahrungen, dadurch, dass wir lernen, dass wir damit anders umgehen können, wie wir es vielleicht erstmal so tun, dass wir vor etwas nicht Angst haben müssen, dass wir loslassen können, dass wir einsehen lernen können, dass wir sterblich sind, dass wir uns bei aller Ungewissheit doch irgendwie beruhigen oder etwas finden, was uns mental stabilisiert, dass wir lernen, mit unseren Emotionen so umzugehen, vielleicht durch meditative Praktiken, dass wir sie zwar bemerken, aber sie uns nicht dominieren oder wir uns von ihnen überwältigen lassen, sondern dass unsere meditative Praxis schließlich stärker wird als unsere Emotionen. Ne? Und wahrscheinlich ist das nicht so einfach, sondern etwas, was irgendwie miteinander in Kontakt stehen wird. Da werden Emotionen sein in verschiedenen Lebenslagen und gleichzeitig könnte da eine Art geistiges Training erfolgt haben, eine meditative Stabilität oder eine
bestimmte Meditationserfahrungen gewonnen worden sein, die uns hilft, mit bestimmten Lebenslagen oder emotionalen Zuständen besser umzugehen. Der Buddha verwandte für diese Darstellung der beiden Ebenen des Dukkha, des Leids, ein sehr, sehr einfaches Bild. Er nannte das die beiden Pfeile, die in deinem Fleisch stecken. Der eine Pfeil ist der Pfeil der unausweichlichen Tatsachen des Daseins. Der hat dich getroffen, das ist leidvoll, der steckt in deinem Fleisch. Aber deine Emotionen, deine emotionalen Reaktionen, könnten wir vielleicht sagen, auf dieses vorhandene Dukkha, auf diese Tatsachen des Daseins, ist wie ein zweiter Pfeil, der in deinem Fleisch steckt. Und den kannst du rausziehen. Den ersten kannst du wahrscheinlich nicht wirklich rausziehen. Der gehört zu deiner Grundausstattung, das ist das Dasein. Aber der zweite Pfeil, die hinzugefügten Geisteszustände, nenne ich es jetzt mal, die könnten wir erkennen, verändern, in dem Sinn herausziehen. Und darauf kommt es an. Und deswegen sprechen wir im Buddha Dharma immer, wenn es um Vergänglichkeit und Sterben geht, von diesem Bereich. Und wir sprechen oder bekommen gelehrt von Dharma-Lehrern Methoden und Wege, die diesem Letzteren dienen können, also die uns auf den Kontakt, auf den Umgang mit Vergänglichkeit, Sterblichkeit vorbereiten können. Und wie ihr wahrscheinlich ahnt und wisst, auch ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern vielleicht sogar deutlich uns machen können, wie wir über diese Realität der Sterblichkeit hinausblicken können. Denn nach der buddhistischen Anschauung von Leben und Tod ist der Tod des Körpers nicht der Tod des Geistes. Es ist in der Philosophiegeschichte, glaube ich, ein großes Thema. Sind Körper und Geist eins? Sind Körper und Geist getrennt? Wie hängen Körper und Geist zusammen? Sind wir ein Wesen aus Körper und Geist? Ja, ich habe gehört und ein bisschen auch mich dafür interessiert und gelesen, was die einen oder die anderen sagen, auch abendländische Denker, dass es da sehr unterschiedliche Meinungen zu gibt, viele auch mit gutem Grund. Und auch die Buddhisten sind hier nicht ganz festgelegt, aber also auf eine Anschauung. Aber ich würde mal sagen, so im Großen und Ganzen geht man in dieser Anschauung, den Buddhismus oder die Buddha-Lehre, den Buddha-Dharma nennen, davon aus, dass Körper und Geist zwar zu Lebzeiten eine Einheit bilden, wir sind verkörpertes Bewusstsein, aber wenn der Körper vergeht, vergeht nicht der Geist und seine Inhalte. Als wir eben die fünf Sätze lasen, habt ihr vielleicht bei den ersten vier gedacht, die ja alle anfingen mit, es liegt in der Natur von mir und allen Wesen. Ja, das ist nachvollziehbar, das klingt vernünftig, das ist wohl so. Aber beim fünften Satz habt ihr vielleicht ein bisschen gestutzt, weil der war ja dann so ganz anders formuliert, indem er die Aussage macht, dass zum Zeitpunkt des Todes das Bewusstsein den sterbenden Körper verlässt und Karma und Kleshas mitnimmt. In der Übersetzung aus dem Pali-Kanon, aus den frühbuddhistischen Schriften, ist hier davon die Rede, dass wir unser Karma oder auch unsere Gewohnheiten oder unser Kleshas ist der Sanskrit-Ausdruck. Man kann es auch als Emotionen übersetzen, aber eigentlich geht es um so sich fortsetzende emotionale oder geistig-emotionale Muster, dass wir die erben würden. Da heißt es, wir seien die Erben unserer Handlungen und die Erben all dessen, was wir in uns nicht aufgelöst haben, was wir
in uns immer fortgesetzt haben, zu Lebzeiten oder wann auch immer. Und das höre nicht einfach auf, ähnlich wie im Traum, wenn wir schlafen. Oft wundern wir uns, wenn wir nachts aufwachen oder morgens, was wir da wieder geträumt haben. Und ja, das sind Geisteseindrücke, die in unserem Unterbewusstsein, buddhistisch übersetzt, würden wir vielleicht sagen Speicherbewusstsein, gespeichert sind, angelegt sind, nicht aufgelöst sind, die, wer weiß woher kommen, oft mit irgendwelchen Erlebnissen zu tun haben oder auch mit Vergessenem, Verdrängtem, oft uns ganz merkwürdig erscheinen, aber es ist in unserem Geist, sonst hätten wir es nicht geträumt. Und die buddhistische Sichtweise geht davon aus, dass diese Art und Weise des geistigen Denkens, Träumens, Erlebens nicht so einfach aufhört, wenn der Körper stirbt. Sie hört eigentlich nie auf. Sie geht von morgens bis abends weiter, sie geht nachts weiter. Es gibt Tiefschlafphasen, wo wir nicht zu träumen scheinen, tiefer, traumloser Schlaf. Und vielleicht gibt es ein paar Momente im Leben, wo wir auch nicht so Gedanken verloren oder mit irgendwelchen Plänen und so weiter beschäftigt sind. Vielleicht gibt es Momente in der Meditation, wo wir tatsächlich sehr tief ruhen, ohne zu schlafen, und der Geist sehr still, sehr klar wird und nicht zu träumen scheint, aber wir wissen, die sind in der Regel sehr kurz. Danach geht es wieder weiter. Und die buddhistische Lehre sagt hier ziemlich schmucklos, es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das durch den Tod aufhört. Es hört nicht auf. Wodurch? Dadurch, dass der Körper wegfällt. Gut, man wusste oder dachte vor unserer Epoche nicht, dass der Geist im Gehirn sitzt. Und nur diese Vorstellung, dass der Geist mit dem Gehirn identisch sei, suggeriert eigentlich die Idee, dass wenn es keine Gehirnfunktion mehr gibt, es auch keine geistigen Funktionen mehr gäbe. Bewiesen hat das übrigens niemand. Ja. Es ist nur eine theoretische Annahme, zu sagen, dass es Geist ohne Gehirn nicht geben könnte. Eigentlich das Credo unserer Zeit, völlig unbewiesen und in keiner Weise unserem subjektiven Erleben entsprechend. Niemand, auch wir jetzt nicht, wie wir hier sitzen, hat in diesem Moment das Gefühl, dass das Gehirn denkt. Überhaupt nicht, oder? Also ist doch nicht so, dass wir hier sitzen und dann denken, 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 sondern Geist hat seine ganz eigene Dynamik, seine Begriffe, seine Bilder, seine Symbole, seine traumartigen Konstellationen. Sehr, sehr eigenartig, ja, wie wir denken, wie wir träumen. Und wir haben wunderbare Fähigkeiten als Menschen. Tiere haben sie auch, ein Stück weit, vielleicht anders oder mehr als wir in mancher Hinsicht. Aber wir wissen, wir können zum Beispiel eine Idee entwickeln, irgendwo hinzugehen. Und dann gehen wir dorthin. Ja. Wir haben erst die Idee, dorthin zu gehen. Wir sagen vielleicht, ich möchte an einen anderen Ort gehen. Und dann stehen wir auf und zu Fuß oder mit einem Fahrzeug reisen wir dorthin. Eigenartigerweise, und das ist die Besonderheit oder auch eine Besonderheit unserer Covid-Corona-Zeit, geht gerade vieles nicht. Und normalerweise hast du gedacht, ich fliege jetzt mal nach Spanien, aber da kommst du jetzt nicht hin. Oder Großbritannien war ganz normal, da kann man jederzeit hin, kommt jetzt nicht hin. Soll übrigens auch manchen Bardo-Wesen, aber da reden wir später noch drüber, passieren, dass sie Geisteszustände erleben, wo sie merken, da kommen sie jetzt hin und da kommen sie jetzt nicht hin. Und jedenfalls aus unserem, ich sage das jetzt mal so verallgemeinert, ich weiß nicht, ob ihr mir zustimmt, aus unserer tatsächlichen Erfahrungsweise wissen wir, fast alles geschieht zuerst in irgendeiner Vorstellung, in irgendeiner geistigen Absicht und dann folgen Handlungen. Selbst wenn ich hier meine Hand hebe, habe ich kurz vorher die Idee gehabt, die Hand zu heben und dann hebt sich die Hand. Die hebt sich nicht einfach so von allein, sondern da ist immer erst der Geist, Hand heben, Hand senken. Sehr faszinierend und es gibt keine
plausible Erklärung dafür, warum geistige Bewegung, geistige Vorstellungskräfte, geistige Inhalte überhaupt dadurch aufhören würden, dass wir den Körper zur Ruhe bringen oder auch verlieren. Das wird irgendwo ab einem bestimmten Punkt in der buddhistischen Sterbevorbereitung eine größere Rolle spielen. Es wird jetzt jene, die sich nicht so sehr mit diesen Lehren und Sichtweisen beschäftigt haben, vielleicht im Angesicht des Sterbens zunächst mal nicht so interessieren. Na, da wird man vielleicht sagen, gut, das sind Glaubensvorstellungen und so weiter. Es gibt ja auch ganz andere Glaubensvorstellungen über das, was nach dem Tod oder im Tod passiert. Aber ich würde mal unterstellen, dass jeder, der irgendwie mit der Sterblichkeit konfrontiert ist, sei es mit einer allmählich fortschreitenden Erkrankung oder auch sogar bei plötzlichem Tod durch Unfall, Herzinfarkt, Mord und Totschlag, auch dieser Realität begegnet. Ja? Da wird irgendwas sein, was anders ist, als man erwartet hätte. Wir wissen, es gibt Nahtoderfahrungsforschung. Ja? Menschen, die durch bestimmte zusammenkommende Umstände beinahe gestorben sind oder schon so gut wie gestorben waren und dann wiedergekehrt sind und wieder zu Leben gekommen sind. Und dann auch, wenn sie ja, in der Lage dazu waren, dann berichtet haben, dass sie eben in diesen Zuständen, die sie erlebt haben, eben geistiges Erleben hatten. Ja, ganz unterschiedlicher Art, aber da werden zum Teil sehr religiöse oder spirituelle, wie man es nennen mag, Erfahrungen berichtet, außerkörperliche Erfahrungen, aber viele, viele Zeugnisse davon gibt es, dass Menschen, die klinisch tot waren für ein paar Momente oder sogar länger, die im Koma gelegen haben, zum Beispiel danach berichten können, dass sie durchaus traumartiges, geistiges Erleben hatten, dass sie Sinneswahrnehmungen hatten und so weiter. Und das wird in der buddhistischen Sterbebereitung, Vorbereitung auch eine Rolle spielen. Ja. Also da haben wir mehrere Themen. Einmal der Umgang mit den Emotionen im Angesicht der Erkrankung und der Angst, die da wahrscheinlich auftritt, der ganzen Zustände, die wir dann durchlaufen müssen, wo wir dann einsehen müssen, was wir alles aufgeben oder verlieren werden im weltlichen Sinn. Das haben ja die ersten Punkte unserer 5 Betrachtungen auch besprochen. Aber früher oder später werden wir uns der Realität des Geistes gegenübergestellt sehen. Und es werden vermutlich so Fragen auftauchen. Was war eigentlich mein Leben? Wo gehe ich jetzt hin? Was ist eigentlich noch wirklich, wenn alles vergeht? Gibt es da jetzt irgendeine Art Befreiung, wenn ich da sterbe? Oder wo komme ich da hin? Ist dann alles aus oder geht da was weiter? Ich denke, es wird fast niemanden geben, auch einen in solchen Lehren oder Gedankengängen unvorbereiteten Menschen, der nicht doch in irgendeiner Weise sich solche Fragen stellen wird. Die werden einfach auftauchen und gehören wahrscheinlich zu dem, was Miriam heute Morgen auch meinte, wenn sie sagte, dass wir alle auch eine gewisse Fähigkeit oder Gewohnheit besitzen, zu sterben. Ich bin nun mal auch sehr beheimatet jetzt im buddhistischen Denken und ich gehe davon aus, dass wir alle schon viele Leben hatten, bevor wir in dieses Leben hineingeboren wurden. Und das kann nur bedeuten, dass wir auch schon oft gestorben sind und dass es irgendeine Art Déjà-vu im Angesicht des Sterbens gibt. Ich vermute, dass es viele haben, auch wenn sie davon ganz überrascht sind.
Weil wir, so ist es im Leben auch. Du kommst auf die Welt und plötzlich weißt du, wie man eine Nuckelflasche anfasst. Ja? Vielleicht zeigen sie es dir, aber du hättest es wahrscheinlich auch selber gewusst, weil wie man Flaschen anfasst und wo man dann trinkt, wie man trinkt, das weiß man irgendwie. Und so ähnlich wird es da auch Déjà-vus am Lebensende geben. Ach, jetzt kommt wieder dieses Sterben. Jetzt muss ich wieder alles aufgeben. Alles, was ich erworben habe, schwindet dahin. Was mein Besitz war, werde ich alles verlieren. Meine Partner, meine Partnerin, leider, leider muss ich sie verlassen. Sie wird mich verlassen. Nichts kann mir mehr bleiben. Das wird wiederkommen. Es ist nicht nur Angst, sondern es ist ein Wiederentdecken. Und was der Dharma eigentlich uns zeigen will, ist, dass wenn sowas auftaucht, wir das nicht nur sozusagen so passiv leidend wiederentdecken, sondern dass wir es bewusst wiedererkennen. Dass irgendeine Weisheitsstimme in uns sagt, das ist das jetzt wieder. Das ist es wieder. Das ist die Vergänglichkeit. Jetzt kommt die Sterblichkeit. Körper und Geist werden sich trennen. Ich kann nichts festhalten. Nichts, was mir lieb und teuer war, wird meins bleiben. Selbst meinen Namen muss ich hergeben. Vielleicht steht er noch ein paar Jahre auf einem Grabstein oder baumelt an einem Friedwaldbaum, bis er da verblasst oder runterfällt oder irgendeiner kommt und den Wald abholzt, dann wird selbst mein Name ganz vergessen sein. Oder irgendjemand plündert die Friedhöfe oder an die Stelle der Friedhöfe wird eine Neubausiedlung gebaut oder eine U-Bahn. So wird es sein. Und Dharma bedeutet, dass wir diese Realität lernen, mit Einsicht zu kommentieren. Ja, dass wenn es passiert, in uns eine Stimme sagt, so ist es, das ist es. Und das ist befreiend. Das wäre befreiend. Nur diese Weisheitsstimme, die kann auch freundlich und liebevoll sein, kann dann beruhigen. Die Tibeter haben ein interessantes Wort, ich weiß nicht, Brigitte wird es besser kennen als ich, für Hoffnung und Furcht als eins. Wie heißt es nochmal? Tradok, ist es richtig? Hoffnung und Furcht als ein Begriff. Also jedenfalls gibt es da ein Wort, das heißt Hoffnung und Furcht in einem. Und es ist eine Emotion, zu hoffen, dass etwas Glückliches passiert und zu befürchten, dass etwas Schreckliches passiert. Es ist eine Emotion. Und Dharma-Praxis bedeutet, eine Art innere Haltung zu kultivieren, die über Hoffnung und Furcht hinausgeht oder die Hoffnung und Furcht anzuschauen weiß und quasi zu durchschauen weiß. Sodass dadurch so eine Art von Frieden, Friedlichkeit, Stabilität, Mut auch, eine Art Mut zu geistiger Klarheit, geistiger Stabilität entstehen kann. Das ist jetzt alles etwas, was ich erzähle. Was können wir nicht wirklich anderen näher bringen? Das ist eher für sich selbst. Also deswegen bedeutet Dharma-Praxis, Meditation zu üben, solche Sichtweisen zu verinnerlichen, vor allem am eigenen Geist zu arbeiten, bis solche Einsichten entstehen und stabil werden. Aber möglich ist es wohl aus, selbst wenn wir im Prozess der Kultivierung sind, ein Stück weit aus dieser inneren Arbeit heraus auch unterstützend zu sein für andere. Für die Hospizarbeit oder überhaupt auch den persönlichen Kontakt mit schwerkranken und sterbenden Menschen. Ja, das hatte Miriam ja auch zum Teil so gesagt. Ist es irgendwie wohl wichtig, dass da eine Art Fähigkeit oder Bereitschaft vorhanden ist, sich selber auch mit Vergänglichkeit und Tod zu beschäftigen und so weiter. Und das ist sicherlich auch hier gemeint. Also in dem Maße, wie da jemand ist, der sich selbst der Einsicht in ja, diese Endlichkeit und das, was sie bedeutet,
verschreibt oder der sich daraufhin ausrichtet. Das könnte dazu beitragen, dass es dann zu einem anderen Blickwinkel im Umgang mit anderen auch kommt. Wobei diese ganzen wertvollen Hilfestellungen, die uns zum Beispiel jetzt die Hospizarbeit oder die Palliativmedizin zeigt, da natürlich auch alle eine Rolle spielen. Philosophisch, buddhistisch, philosophisch gedacht haben wir es hier, glaube ich, mit den zwei Aspekten zu tun, Weisheit und Mitgefühl. Das eine ist der Weisheitsaspekt, wo es darum geht, Realitäten zu erkennen, wie sie sind, auch eben die Vergänglichkeit und Sterblichkeit. Und auf der anderen Seite geht es um den Mitgefühlsaspekt, dass wir bei uns und bei anderen verstehen, es ist nicht so leicht, das einzusehen. Wir können uns nicht so leicht lösen. Wir leiden trotzdem natürlich auch an physischen Problemen, also Schmerzen. Der Sterbeprozess ist leidvoll, das sagen die buddhistischen Texte auch. Da passiert all das Ungewünschte, was du dir die ganze Zeit deines Lebens gewünscht hast, nicht zu erleben. Passiert dann im Sterben doch. Ja. Was du immer versucht hast aufzuhalten, passiert nun. Und das geht mit emotionalem Leid einher. Der zweite Pfeil ist nicht so einfach herauszuziehen. Und das zu sehen und damit zu arbeiten, das ist der Mitgefühlsaspekt. Ja. Man sagt auch, der Mitgefühlsaspekt ist wichtig in Bezug auf andere. Der Weisheitsaspekt ist wichtig in Bezug auf sich selbst. Und das beides in Einklang zu bringen, ist auch nicht so einfach. Wir könnten jetzt der neunmal kluge Buddhist werden, der sich darin übt, die Dinge irgendwie anders zu sehen, aber vielleicht fällt es uns noch schwer, das in Mitgefühl umzusetzen, sowohl in Selbstmitgefühl wie auch in Mitgefühl für andere. Wir können also nicht so ohne weiteres anderen Leuten versuchen, unsere Einsichten oder vielleicht auch nur das zu übertragen, was wir gelesen oder gehört haben. Das passiert oft. Als ich ein junger Buddhist war, ich habe von den Bardo-Lehren das erste Mal gehört, als ich 19 Jahre alt war und dann mit 20, 21 schon die ersten ausführlicheren Belehrungen dazu gehört. Das ist also schon eine Weile her. Und da habe ich dann gedacht, wow, das ist so toll, das muss man allen erzählen. Ja. Und selbst als meine geliebte Großmutter starb, die mit Buddhismus nun wirklich nichts zu tun hatte, da war ich damals so übereifrig und habe mich nachts im Winter mit dem tibetischen Totenbuch mitten auf ihr Grab gesetzt und es seitenweise laut rezitiert. Ja, wahrscheinlich hatte ich Glück, dass mich da keiner entdeckt hat. Man hätte mich wohl für durchgedreht gehalten. Aber ich dachte, das muss man tun. Ich bin nicht sicher, ob ihr das wirklich so viel gebracht hat. Aber ich dachte damals, man muss also ich hatte gerade meine Erstbegegnung damit und dachte, das ist so faszinierend und fantastisch, was in diesen Schriften steht. Das muss ich nun jedem so sagen oder zumindest daraus vorlesen. Und das war wahrscheinlich nicht so sinnvoll, ehrlich gesagt. Aber auf der anderen Seite gibt es diese Lehren. Und da will ich jetzt auch erstmal mit dem ersten Vortrag aufhören. Wir stehen sozusagen vor der Aufgabe, uns zu fragen, wie können wir sie geschickt für die eigene Praxis und die eigene Einsicht und unser Verständnis anwenden und wie können wir sie zum Beispiel in die Begleitung oder wie auch immer freundschaftlichen Kontakt mit anderen einbringen, die von schwerer Krankheit oder auch Sterben betroffen sind. Vielleicht erstmal so weit, das sollte jetzt die Punkte abdecken oder besprechen, ansprechen, die Natürlichkeit der Vergänglichkeit betrachten, den Tod als die andere Seite des Lebens verstehen und die meditative Vorbereitung auf das eigene Sterben. Da müssen wir dann sicherlich noch mehr drauf eingehen.